Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, liebe Gäste, ich danke, dass die Regierungserklärung heute in der Sondersitzung möglich ist. Es ist ja schon die gemeinsame Arbeitsweise, dass wir, bevor wir im MV-Gipfel morgen gemeinsam mit den Kommunen, den Sozialverbänden, Wirtschaftsverbänden, Gesundheitsexperten über die Verlängerung oder Änderung der Landesverordnung zur Corona-Pandemie beraten, wir hier die Sondersitzung haben, um darüber zu sprechen, wie es weitergeht. Ich danke Ihnen für diese Möglichkeit. Ich habe bereits in meiner Regierungserklärung in der letzten Sondersitzung angekündigt, dass wir die zweite Welle besser im Griff haben mit den Maßnahmen, dass aber droht, dass sich hinter dieser zweiten Welle eine neue Welle aufbaut, mit vor allem der britischen Mutation, die ansteckender ist, schneller ansteckender und gefährlicher, die vor allem leider auch eher mehr die Kinder betrifft als vorher das Coronavirus und die nach Erfahrung auch zu höherer Sterblichkeit führen. Und leider sind wir jetzt mitten in dieser dritten Welle aufgrund der britischen Mutation. In ganz Deutschland steigen die Infektionen erheblich. Gestern sind mehr als 22.000 Neuinfektionen festgestellt worden. Und das entspricht einer Inzidenz von 113 pro 100.000 Einwohner in einer Woche. Und das ist deutlich mehr als die 62, die wir deutschlandweit vor einem Monat hatten. Innerhalb von einem Monat ist die Inzidenz von 62 auf 113 in ganz Deutschland gestiegen. Und bei uns in Mecklenburg-Vorpommern ist allein die britische Mutation mittlerweile für etwa die Hälfte der Corona-Fälle in Mecklenburg-Vorpommern verantwortlich. Im Landkreis Ludwigslust-Parchim, der sozusagen modellhaft viel mehr testet für uns, sind es sogar schon weit über 80%. Und schaut man über die Grenzen, steht Mecklenburg-Vorpommern noch besser da als andere. Mit dem Saarland, mit Schleswig-Holstein sind wir gemeinsam die drei Länder, die noch deutlich unter dem Schnitt, dem bundesweiten Schnitt sind. Aber wir dürfen uns nicht der Illusion hingeben, dass diese dritte Welle nicht in unserem Land auch längst zugeschlagen hat. Und das sehen wir auch. Wir hatten gestern 312 Neuinfektionen im Land und damit eine 7-Tages-Inzidenz von 84. Die Stadt Rostock hat immer noch eine Inzidenz von weniger als 50. Die Landkreise Ludwigslust-Parchim und Vorpommern-Greifswald sind mit Inzidenzen von über 100 am stärksten betroffen. Und ich will sagen, wenn wir auf unsere europäischen Nachbarn schauen, Frankreich hat eine 7-Tages-Inzidenz von etwa 300, Tschechien knapp 600. Und unser Nachbarland Polen ist mit einer Inzidenz von mehr als 400 auch zum Hochrisikogebiet erklärt worden. Und diese dritte Welle kommt mit voller Wucht bei uns an. Und die Ansteckungszahlen sind vor allem in den letzten Tagen schnell gestiegen. Wir sind mittendrin. Wir haben, das will ich eindeutig hervorheben, wir haben eigentlich die zweite Welle gut im Griff gehabt. Nach dem hohen Anstieg in der Weihnachtszeit sind die Fallzahlen wieder dank der gemeinsamen Maßnahmen, die wir hier beschlossen haben, auch gesunken. Und es ist bitter für die Anstrengungen der Bürgerinnen und Bürger, aber vor allem für die geschlossenen Bereiche, die ja einen großen Anteil an dieser positiven Entwicklung in der zweiten Welle haben, dass jetzt diese dritte Welle so zuschlägt. Aber das Coronavirus geht nicht nach Fairness. Es hat seine eigenen Methode. Und ich will es ganz deutlich sagen, die dritte Welle ist wesentlich schwieriger, weil die Mutation, eben die britische Mutation, schneller, ansteckender und gefährlicher ist. Und das bedeutet für uns, dass wir die Dynamik dieser dritten Welle brechen müssen und weiter auf strenge Schutzmaßnahmen, Maskenpflicht, Abstand, Hygiene und vor allem auf Kontaktbeschränkungen setzen müssen. Erst wenn wir diese Dynamik wieder gebrochen haben, können wir über weitere Öffnungsschritte sprechen. Und wir wollen jetzt in der dritten Welle Instrumente stärker anwenden, die uns vorher nicht zur Verfügung standen. Wir wollen beim Impfen stärker vorankommen und vor allem mit einer flächendeckenden Teststrategie mehr für Sicherheit sorgen. Und ich will an dieser Stelle ganz deutlich sagen, weil immer wieder die sogenannte Inzidenz in Frage gestellt wird, ihr schaut ja nur auf die Zahlen. Erstens stimmt es nicht. Wir beachten auch die Krankenhaussituation
und weitere Parameter wie eben die Mutation. Aber ich will sagen, die Inzidenz ist nicht nur eine Zahl. Hinter der Inzidenz stehen Menschen und Schicksale. Schauen Sie auf die ganz aktuelle Lage. Sie alle erhalten ja auch den Lagebericht des Lagos. Was heißt eine 84,9 7-Tages-Inzidenz für unser Land? Sie heißt, dass wir allein in den letzten 7 Tagen 1.365 Neuinfektionen hatten. Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, davon die Hälfte mit der britischen Mutation. Und wenn wir in die einzelnen Altersdaten schauen, dann sehen wir, dass vor allem die Altersgruppe zwischen 35 und 59 stark betroffen ist, am stärksten. Die positive Nachricht ist, die Infektionszahlen bei den 80-plus sind zurückgegangen. Und das zeigt ja, dass eine Impfstrategie gegen Coronavirus hilft. Und das, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, war immer unsere Langfriststrategie. Wir wollen impfen, 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 um uns von dem Virus zu befreien, um uns aus dieser Pandemie zu befreien. Und bei dieser Strategie bleibt es auch. Und wir sehen, dass sie auch wirkt. Und in den letzten Tagen ist ja viel über Fehler gesprochen worden. Ich sage es mal ganz deutlich, es ist kein Fehler, wenn man versucht, aus Gründonnerstag einen Feiertag zu machen. Aber es ist ein Fehler, dass nicht rechtzeitig und genug Impfstoff bestellt worden ist. Denn das ist das eigentliche Problem in dieser Pandemie. Wir sehen es an den 80-Jährigen und über 80-Jährigen. Wir sind jetzt in den Heimen durch mit der Impfung. Wir sind bei den über 80-Jährigen fast durch. Und wir haben in diesem Bereich kaum Neuinfektionen und zum Glück kaum schwere Erkrankungen oder Todesfälle. Ganz anders als noch vor einigen Wochen. Und deswegen muss das Ziel sein, dass wir mehr Impfstoff bekommen. Und wer noch vor einigen Wochen meinte, dass die Kritik an der schlechten Impfstoffbestellung zu spät und zu wenig nur Wahlkampftaktik ist, oder dass sich das ja alles auflöst, weil es nur ein Lieferengpass ist, der sieht jetzt ganz brutal, dass das eigentlich unser Problem ist. Weil wir zurzeit nicht ausreichend gegen die dritte Welle animpfen können, müssen wir über andere Maßnahmen, die umstritten sind, und das verstehe ich auch, reden. Wenn wir mehr impfen können, werden wir auch aus der Pandemie kommen, und das muss unser gemeinsames Ziel sein. Ich will auch sagen, dass hinter diesen 1.365 Neuinfektionen alleine in der letzten Woche Menschen stehen. Und viele, und das ist gut, überstehen diese Infektionen mit Symptomen, mit denen man umgehen kann. Aber wir dürfen uns nichts vormachen. Es ist nicht so, weil wir nur die über 80-Jährigen geimpft haben, wird bei den anderen jetzt niemand mehr schwer krank. Oder muss niemand mehr ins Krankenhaus? Diese Infektionswelle wird nachgelagert in unseren Krankenhäusern ankommen. Und wir haben eine Risikogruppe bei den über 60-Jährigen plus und bei den Menschen, die Risikogruppen sind, zum Beispiel durch Herzprobleme oder Übergewicht. Und wir alle wissen, dass das nicht wenig Menschen in unserem Land sind. Und deshalb will ich deutlich sagen, wer jetzt denkt, ja, wir können uns viele Neuinfektionen leisten und wir reden ja gar nicht mehr über 50. Wir sind ja in ganz anderen Dimensionen unterwegs. Wir können uns diese Neuinfektionen einfach so leisten, weil es sind ja genug Krankenhausbetten da. Den möchte ich sagen, das ist ein Irrweg. Es muss weiter unser Ziel bleiben, dass das Gesundheitssystem nicht überfordert wird und dass wir nicht so viele Neuinfektionen haben, dass zu viele Menschen daran schwer erkranken und sterben. Das war von Anfang an das Ziel der demokratischen Fraktionen in diesem Landtag, von SPD, CDU und Die Linke. Und ich weiß, wir reden und streiten über den richtigen Weg. Aber ich will Vertrauen schaffen, hier im Parlament und bei den Bürgerinnen und Bürgern. Der Weg, jetzt zu verzichten, der Weg, zusammen durchzuhalten, er schützt schwere Erkrankungen, er schützt vor schweren Erkrankungen und er rettet Menschenleben. Jeder Bürger, jede Bürgerin, die mitzieht, rettet Menschenleben. Und dafür sage ich ein großes Dankeschön. Und deswegen haben wir in der Ministerpräsidentenkonferenz gemeinsam beschlossen, die aktuellen Schutzmaßnahmen bis zum 18. April zu verlängern.
Dazu gehört vor allem der Perspektivplan, den wir hier auch in MV mit erarbeitet haben. Wir haben hier in der letzten Sondersitzung gesagt, es ist richtig, dass es einen Plan gibt, der sagt, wenn Inzidenzen steigen, runtergehen durch Schutzmaßnahmen, können wir wieder öffnen. Aber wenn sie auch wieder steigen, dann müssen wir auch Notbremsen ziehen. Das haben wir miteinander vereinbart. Und ich finde, dass dieser vereinbarte Weg weiter fortgeschritten werden muss und begangen werden muss. Und dazu gehört, was bisher geschlossen ist, muss geschlossen bleiben. Aber was bisher möglich ist, sollte auch möglich bleiben. Und wir haben vereinbart, dass wenn wir über eine Inzidenz von 100 kommen, nicht wie früher 50, sondern das doppelte 100, dann muss die Notbremse gezogen werden. Und das ist auch richtig, weil ein Perspektivplan muss davon leben, dass die Menschen wissen, wann wird geöffnet und unter welchen Bedingungen müssen wir schließen. Die Alternative wäre gewesen, alles geschlossen zu halten und zu warten, bis es überall niedrig ist. Wir hatten uns darauf vereinbart, regional diesen Perspektivplan umzusetzen. Und ja, er ist anstrengend, weil er heißt, jetzt ist endlich was geöffnet und jetzt muss es vielleicht wieder zurückgedreht werden. Aber man muss sich schon entscheiden zwischen den zwei Wegen. Will ich es ganz safe halten? Will ich alles geschlossen halten, bis man komplett durch ist und wieder so niedrige Zahlen hat wie letztes Jahr? Oder will man in dieser Zeit doch mehr ermöglichen? Und das zeigt auch, dass wir eben nicht nur auf die Inzidenz schauen. Wir haben unsere Gesundheitsexperten gebeten, im Land aus dem Inzidenzwert einen Risikowert zu entwickeln, unter Berücksichtigung der Krankenhausbetten zum Beispiel, aber auch der Mutation. Das heißt nicht, dass wir die Neuinfektion einfach beiseite schieben können und sagen können, das interessiert uns nicht und jetzt wird geöffnet. Aber es heißt, dass wir insgesamt gewichten wollen, aber es ändert nichts an dieser dritten Welle. Ich finde, da sollten wir uns nichts vormachen. Aber wir sagen, der Weg, regional zu öffnen, wenn es die Infektionslage zulässt und im Zweifel die Notbremse zu ziehen, also mehr den Menschen zu ermöglichen, als wenn alles geschlossen ist, diesen Weg, den wir beim letzten Mal hier auch im Landtag sozusagen verabredet haben, den sollten wir weitergehen. Und das haben die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin beschlossen. Das ist für uns wichtig, dass wir diesen Perspektivplan weiterentwickeln können. Und dazu kommt, dass wir beschlossen haben, auch aufgrund erfolgreicher Initiativen in Mecklenburg-Vorpommern, wie zum Beispiel in der Stadt Rostock, dass zukünftig alle Länder die Möglichkeit haben, auch über Modellregionen und übrigens in Bereichen, wo Zahlen noch niedrig sind, aber auch hoch, in Modellregionen auszuprobieren, wie wir Öffnungsschritte machen können, auch für die Bereiche, die noch geschlossen sind. Und hier hatten Daniel Günther und ich zum Beispiel vorgeschlagen, dass wir beim Urlaub einen kleinen Schritt machen, den sogenannten kontaktfreien Urlaub. Ich erinnere mich, Frau Kröger, als ich in Ihrer Fraktion war, hatten Sie das auch zum Beispiel vorgeschlagen, gesagt, warum kann man denn nicht über die Ostertage drei Tage zum Beispiel, Sie hatten Kühlungsborn, glaube ich, sich ausgesucht, aber eben einmal drei Tage in eine Ferienwohnung, ganz Eigenversorgung, ganz geschützt. Und das ist etwas, was Daniel Günther und ich, so wie es ja auch alle gefordert haben hier im Land, dass wir uns in den Küstenländern abstimmen, parteiübergreifend, landübergreifend verabredet haben, auch mit Unterstützung von Stefan Weil. Wir wollten auch gar nicht auf einen gemeinsamen Beschluss bestehen. Uns hätte eine Protokollnotiz gereicht und wir hätten dann gerne diese Entscheidung auf unsere Kappe genommen. Ich bedauere es sehr, dass viele Bundesländer dagegen waren. Und die Kanzlerin in einer Form, dass sie gesagt hat, wenn wir auf diese Protokollnotiz und diesen Schritt bestehen, kommt kein Gesamtbeschluss zustande. Und in dem Gesamtbeschluss stecken ja auch Wirtschaftshilfen. In dem Gesamtbeschluss steckt unsere Möglichkeit nach regionalen Öffnungsschritten. In dem Gesamtbeschluss steckt auch die Vereinbarung, wie wir zusammen weitermachen. Und deswegen bedauere ich es, dass wir diese Möglichkeit nicht haben, insbesondere weil die Bundesregierung bisher nicht erklären konnte, warum gleichzeitig Reisen nach Mallorca möglich sind. Mir kann niemand erklären, warum es gefährlich ist, wenn eine Familie von Rostock nach Rügen in die Ferienwohnung fährt, aber andere nach Mallorca fliegen. Und deswegen finde ich es sehr gut, dass die Bundeskanzlerin gestern in der MPK noch mal angekündigt hat, dass sie die Bundesregierung, ihre Minister aufgefordert hat, diese Entscheidung noch mal zu überprüfen. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Gesamt-Corona-Pandemie nicht dazu führt, dass hier nichts möglich ist und andere woanders andere Möglichkeiten haben. Es muss, wenn schon, gemeinsam fair zur Sache gehen.
Daniel Günther und ich, wir haben verabredet, dass wir gerne die Modellregion-Klausel nutzen wollen, um für die Zeit nach Ostern vorzubereiten, dass wir in Regionen weitere Schritte bei Gastronomie und Tourismus gehen können, gerade wo niedrige Infektionszahlen sind. Und da beraten wir, welche Modellprojekte jetzt umgesetzt werden können. Die Bundeskanzlerin hatte einen weiteren Vorschlag gemacht, dass wir Ostern nutzen, wie im letzten Jahr, jetzt die dritte Welle zu brechen, weil wir brauchen uns nichts vormachen. Die Zahlen steigen, steigen, das wird nicht von alleine aufhören, nur weil die Temperaturen steigen. Und deswegen war ihr Vorschlag zu sagen, die Welle muss jetzt einmal oben gebrochen werden durch einen längeren Osterlockdown. Und sie wollte an die Feiertage, die es ja eh schon gibt, Feiertage für Gründonnerstag und Ostersamstag ranhängen. Ja, es stimmt, dieser Vorschlag war vorher nicht bekannt. Er wurde erst 8:30 eingebracht in der MPK. Und ich selber habe vorgeschlagen, gegen Mitternacht, dass wir diesen Vorschlag in Ruhe prüfen sollten, was er rechtlich, aber auch praktisch bedeutet. Ich bedauere sehr und dafür die Sitzung unterbrechen und Dienstag fortsetzen. Ich finde, das hätte man so machen können. Ich bedauere sehr, dass nicht vertagt worden ist, dass es durchgezogen worden ist. Und die Bundeskanzlerin hatte dann an Montagnacht versprochen, wenn wir jetzt nicht vertagen, dass sie uns dann Dienstag den Ländern sagt, wie es rechtlich und praktisch umgesetzt wird. Und sie hat uns gestern Morgen hat in einer Videoschalte eine Zusammenkunft einberufen und uns mitgeteilt, dass sie eine gute praktische und rechtliche Umsetzung in dieser Zeit nicht sieht und diesen Vorschlag wieder zurücknimmt. Das ändert aber nichts daran, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, dass wir diese dritte Welle brechen müssen. Und deshalb haben wir mit den Kommunen beraten, dass unser Weg in der MV ist, dass wir die bestehenden Beschlüsse bis inklusive Ostern verlängern wollen und dass wir eben auf Basis der Modellregionen schauen, wie es nach Ostern Schritt für Schritt weitergehen kann. Und ich will hier ganz deutlich sagen, ich kann verstehen, dass durch dieses Hin und Her viel Unmut entstanden ist. Und ich werde als Ministerpräsidentin daraus Konsequenzen ziehen. Ich denke, wir dürfen in der Ministerpräsidentenkonferenz erwarten, dass zukünftig die Bundeskanzlerin und die Bundesregierung abgestimmt ihre Vorschläge bis einen Tag vor der MPK den Ländern zusendet. So war das früher übrigens auch üblich. Und dass wir dann die Möglichkeit haben, diese Vorschläge auch die Bürgerinnen und Bürger transparent zu bewerten, zu diskutieren. Auch das war früher üblich. Und dass wir dann auch unsere Gremien, die wir haben, wir bereiten uns ja zusammen auf die MPK vor, wir haben den MV-Gipfel, den Wirtschaftsgipfel, die Runde mit den Kommunen, auch die Runde mit den Fraktionsvorsitzenden. Und mir liegt immer sehr am Herzen dann, die MV-Vorschläge auch einzubringen. Das haben wir auch getan. Und ich glaube, so sollte es zukünftig auch die Bundesregierung mit ihren Vorschlägen machen. Einen Tag vor der MPK, damit alle transparent sehen, was wird diskutiert und wo geht die Reise gemeinsam hin. Ein zweiter Punkt, es gibt immer wieder Bundestagsabgeordnete, die sagen, da entscheiden die Länder zu viel. Und an dieser Stelle möchte ich Sie fragen, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Wir haben Verabredungen zwischen Bund und Ländern. Die Länder bauen die Impfzentren auf und der Bund besorgt den Impfstoff. Unser Gesundheitsminister hat am 15.12. die Impfzentren am Start gehabt. Aber der Impfstoff ist noch nicht ausreichend da. Wir haben dafür gesorgt, dass Selbsttests da sind. Wir haben dafür gesorgt, dass wir in den Kitas und Schulen jetzt Selbsttests haben. Wir haben mit einer Teststrategie in den Pflegeheimen dafür gesorgt, dass es Schutz gibt. Das sind Dinge, die die Länder umgesetzt haben. Und ich glaube, es bringt nichts, Bund und Länder gegeneinander zu stellen. Es kann nur zusammengehen. Die Bundestagsabgeordneten haben die Möglichkeit, im Infektionsschutzgesetz alles zu integrieren, alles zu beraten, was wir beraten. Ich sage aber ganz deutlich, ich glaube, dass die letzten Tage gezeigt haben, dass es wichtig ist, dass wir in Mecklenburg-Vorpommern unseren Weg gehen. Wir haben unseren MV-Gipfel mit allen Landräten, allen Oberbürgermeistern, mit der Landesregierung, mit den Wirtschaftsvertretern, mit den Gesundheitsexperten, den Sozialverbänden. Und wir haben uns gestern verabredet mit der kommunalen Ebene. Wir wollen uns stärker auf MV konzentrieren, mit dem MV-Gipfel unseren MV-Plan gehen. Und dazu lade ich Sie ein, sehr geehrte Fraktion, dass wir weiter auch Ihre Anregungen einspeisen, so wie das heute auch in der Landtagssitzung sein soll.
Wir setzen in dieser MV-Strategie auf einen Dreiklang: Impfen, Testen, Schützen. Und wir sind mit dem Impfen gut gestartet, mit den Impfzentren, die der Gesundheitsminister mit den Kommunen aufgebaut hat, mit den mobilen Teams, die in den Pflegeheimen unterwegs waren. Aber ich sage auch ganz deutlich, wir sind zurzeit nicht zufrieden mit dem Impftempo im Land. Wir hatten Rückschläge, zum Beispiel mit den AstraZeneca-Dosen, die wir nicht verimpfen durften. Aber wir haben auch Dinge, die nicht gut laufen oder geruckelt haben, wie zum Beispiel die Hotline. Hier hat jetzt der Gesundheitsminister mit den Kommunen, ich war bei den Gesprächen dabei, verabredet, wie wir weiter vorankommen können. Wir haben im Impfgipfel verabredet, dass wir jetzt schneller die Hausärzte und die niedergelassenen Ärzte einbinden wollen, schneller als es bundesweit passiert. Bundesweit wird es zu Beginn April passieren. Und wir fangen schon ab heute an, dass jetzt Hausärzte und niedergelassenen Ärzte, so wie wir das zum Beispiel im tollen Pilotprojekt in Nordwestmecklenburg kennen, jetzt mitimpfen. 1700 Arztpraxen sollen mitimpfen. Und sobald mehr Impfstoff da ist, das wird ja jetzt im April, Mai, Juni immer mehr, können wir auch mehr impfen. Das ist unser Ziel Nummer eins. Das zweite ist die Teststrategie. Wir haben uns zwischen Bund und Ländern vereinbart, dass wir auf eine bundesweite flächendeckende Teststrategie setzen. Wissenschaftliche Modelle zeigen, dass es wichtig ist, in einer solchen Welle möglichst 40% der Bevölkerung regelmäßig zu testen. Dazu gehört einmal das Setting Kita-Schule. Da haben wir als Länder begonnen mit Selbsttest und auch das Setting Arbeitswelt. Und die Bundeskanzlerin will mit der Wirtschaft vereinbaren, wie auch in der Arbeitswelt regelmäßig getestet wird. Sie hat sich zunächst mit der Wirtschaft auf eine Selbstverpflichtung geeinigt und hat angekündigt, dass sie am 1. April Bilanz zieht, ob das klappt durch eine Selbstverpflichtung oder ob sie und ihre Region nachsteuern muss. Wir möchten gerne, dass die Sozialpartner in unserem Land, Unternehmer und Gewerkschaften, überlegen, wie eine solche Teststrategie in der Arbeitswelt in Mecklenburg-Vorpommern sein kann. Dazu gehört für uns aber auch, dass wir zusätzlich Bürgertests anbieten. Über 130 Teststationen, die der Gesundheitsminister mit den Kommunen aufgebaut hat, kommunale Teststationen, Landesteststationen wie die Schnelltestzentren an der polnischen Grenze, aber auch zum Beispiel die Apotheken sind dort einbezogen. Und ich appelliere an die Bürgerinnen und Bürger, dass sie jetzt die Zeit bis Ostern nutzen, sich einmal in der Woche in diesen Testzentren testen zu lassen. Dieser Test ist kostenfrei und er sorgt für ihre eigene Sicherheit. Er sorgt für die Sicherheit ihrer Familie, ihrer Kontaktpersonen und er führt dazu, dass wir schnell Infektionsketten brechen können. Und das müssen wir jetzt gemeinsam schaffen. Mehr Impfen und mehr Testen wird uns in dieser zweiten Welle helfen. Und deshalb, liebe Bürgerinnen und Bürger, nutzen Sie diese Möglichkeiten der Bürgertests. Wir wollen auch stärker schützen und auch nachverfolgen. Und deshalb bin ich sehr dankbar, dass wir die Unterstützung dafür bekommen haben, dass wir jetzt auch nicht mehr auf die Weiterentwicklung der Corona-Warn-App warten, sondern als Land eigenständig ein System einsetzen, mit dem digitale Nachverfolgung möglich ist. Wir haben uns für die Luca-App entschieden nach einer Markterkundung und nach dem Realtest, sowohl in Rostock als auch in Schwerin. Ich danke beiden Oberbürgermeistern, dass sie das für uns vorgetestet haben. Das ist ein System mit einer App, die sich ganz einfach alle Bürgerinnen und Bürger runterladen können, wo man im Geschäft oder später in der Gastronomie oder auch bei einer Veranstaltung, auch im Privatbereich, letztendlich sich einchecken kann und im Fall der Infektion schnell Kontaktpersonen herausfindet und schnell Infektionsketten brechen kann. Schluss mit der Zettelwirtschaft, schneller Kontakte nachverfolgen, Gesundheitsämter entlasten und Cluster erkennen. Das schaffen wir mit diesem neuen System, in diesem neuen Luca-System. Das ist nicht nur eine App, das ist ein System, was mit den Gesundheitsämtern, mit allen Gesundheitsämtern vernetzt ist. Und ich danke unserem Digitalisierungsminister und allen Landräten und Oberbürgermeistern, dass wir das erste Bundesland sind, was eben auch in der Corona-Pandemie diese digitale Nachverfolgung einsetzt. Zum Schützen gehört auch, sehr geehrte Damen und Herren, dass wir natürlich als Bürgerinnen und Bürger selber
weiter uns in der Pandemie schützen müssen. Mit Abstand, mit Hygienemaßnahmen und auch mit Maskenpflicht dort, wo sie eingeführt ist, möglichst mit medizinischen Masken. Es gehört auch dazu, dass wir jetzt die Osterzeit nutzen, dass wir in dieser Osterzeit, wo sowieso vieles geschlossen ist, wo viele frei haben, möglichst unsere Kontakte reduzieren. So wie im letzten Jahr, möglichst zu Hause bleiben, keine großen Familienbesuche, keine Reisen und natürlich Ausflüge im Land gehen immer. Und wir haben das große Glück, dass wir in einem Land leben, wo jetzt gerne viele andere Urlaub machen würden. Und deshalb bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger, lassen Sie uns diese Osterzeit für eine Ruhezeit nutzen, Kontakte zu reduzieren, die dritte Welle zu brechen und dann weiter mit Impfen, mit Testen, mit Schutzmaßnahmen aus dieser Welle herauskommen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir noch in diesem Jahr mit zunehmendem Impfstoff uns gemeinsam aus dieser Pandemie befreien können. Es ist jetzt wichtig, weiter durchzuhalten, um sich selbst, um seine Nächsten zu schützen, aber auch um gemeinsam Menschenleben zu retten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.